Freunde, es gibt große News, und zwar gibt es endlich eine neue Heligam-Sorte. Und zwar Sour Apple. Es ist absolut krass. Die exklusiv und limitiert nur bei Kaufland erhältlich sein werden. Zur Feier dieser neuen Sorte haben wir Kaufland auf einen sauren Tag eingeladen. Ich habe richtig Angst vor dem heutigen Tag. Es werden sehr viele saure Challenges auf euch zukommen. Und warum wir hinter uns 20.000 Battleboard-Bälle haben, das werdet ihr heute sehen. Das wird absolut krank. Für jede Challenge, die man gewinnt, kriegt man 10 Heligams. Und wer am Ende am meisten hat, hat gewonnen. Und die erste Challenge war schon komplett verrückt. Wer hat sich das ausgedacht? Und die Challenge heißt Saure Götter. Ich bin der Moderator dieser Challenge. Und auf der rechten Seite ist Moritz! Yeah. Auf der linken Seite befindet sich Lea! Yeah. Und wir müssen jetzt etwas sehr Ehrenloses machen. Wir haben jetzt zweimal so Glibberbehälter. Es ist wirklich eine feste Masse. Und wir müssen uns da jetzt durchfressen und die Dose aus diesem Glibber rausholen. Und wer als erstes die Dose hier auf den Tisch legen kann, der hat gewonnen. Es geht nur mit dem Gesicht. Lea, hast du richtig Bock drauf, ne? Gar keine Ah! Okay, warte. 3, 2, 1, go! Komm, komm, komm! Alter! Was ist das? Komm weiter! Oh, dein Kopf, Digga! Boah, ist gar nicht so leicht, Alter. Ja, tiefer, Moritz. Ja, tiefer. Komplett, oh mein Gott. Boah, wie tief Moritz ist der? Kopf von der Dose erstmal. Geh mal richtig runter. Geh richtig runter. Das geht nicht mit dem Eingang. Jetzt komm raus. Hol so viel raus. Du musst nicht erstmal. Komm, Lea, komm. Geh runter, du musst da genau so rein. Oh, praktisch, ja. Ja, genau, ja. Ja, ja. 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 Weiter, komm. Alter, Moritz, Glibber, ja, komm. Der Hänger mit fast raus, Moritz. Ja! Wir haben es, Leute, wir haben sie rausgeholt. Moritz, ja. Wollen wir mal kurz ein schönes Bild hier machen damit? Wow. Jonas, wir haben sie gesehen! Ja! Nächste Challenge, nächstes Glück. Wir spielen jetzt die Kunst der sauren Sachen. Einer wird hier zeichnen müssen und ihr müsst erraten, was gezeichnet wird. Und man kann ein... Er hat so Bock. Aber, das ist der große Catch. Der Typ, der das malt, weiß selber nicht genau, ob es richtig ist, was er malt, denn er hat das nur erschmecken. Kaufland hat uns einige Produkte zur Verfügung gestellt, die ziemlich sauer sind. Johannes, du fängst an. Wir drehen uns jetzt alle um und Johannes, dein Produkt kommt in 3, 2, 1, go. Umdrehen, Johannes, du siehst das doch sonst. Kann ich auch nur dran riechen? Ich kann das nicht essen. Ich weiß, was ich mal. Ich weiß, was ich mal alle. Hey, Limone. Zitrone. Zitrone. Limette. Er malt erst sich. Johannes, hässliches Gesicht. Ein sehr hässliches Gesicht. Johannes. Du bist so schlecht. Arsch, was ist das? Saures Gras. Saures Saugras. Saure Zunge. Saure Würmer. Du brauchst dich nochmal 100 Millionen ran, was ist das denn? Saures Auto. Saure Schildkröte. Saures Nilpferd. Saures Straße. Das ist immer schlecht, das Auto. Saures gesunkenes Schiff. Ja, Johannes ist schlecht. Ja, es war natürlich das saure Nilpferd. Ist doch klar. Okay, Freunde, umdrehen, mein Produkt kommt jetzt. Ich hab ein bisschen Angst, ich hasse eigentlich auch sowas zu essen, aber was ich nicht kenne. Sauer. Was ist das? Was ist das, Alter? Was ist das? Jetzt mal ehrlich, was ist das? Das Katzenfutter. Das Katzenfutter. Ich kann mir was vorstellen, was es ist. Oh, ich glaube, ich weiß, was es war. Thunfisch. Was? Ich sag's dir doch, das ist Thunfisch. War es Thunfisch? Nee. Der Soße. Sauer Hering. Gibt's nicht sowas? Sardellen oder sauer Hering? Danke. Das ist wirklich gottlos. Boah, das ist scheiße. Das ist wirklich. Alter. Du bist ja gerade voll. Der Ehre. Das ist ein Hund gehabt. Ganz Ding. Das war kein Fisch, das war eine Paste. Das war eine Paste. Also, ich fühle schon was und das fühlt sich nicht eklig an. Okay, gut. Okay, los. Bonbon. Saure Würmer. Nein. Ja. Jo. Okay, ich glaube, ich weiß, was es ist, oder? Sauer Apfel. Chips. Saure Chips. Rosine. Ist das richtig? Saure Rosine? Nein. Okay, dann bin ich echt hoffnungslos gerade. Oh mein Gott. Sauer Kirschen. Ja! Geile Kirsche, Bro. Was ist das denn, Digga? Das ist echt weird. Was ist das? Ich esse das jetzt mal auf. So schön, das Mhm.
Haus. Jo, was ist das denn? Schuckerstand? Lolli, sauber Lolli. Straßenschild. Ja, saure Straßenschild. Ah, sauer Orangensaft. Orangenjoghurt. Nee. Die falsche Zitronenjoghurt. Zitronenjoghurt? Kein Zitronenjoghurt. Okay, Freunde, nächste Challenge. Wir haben jetzt gleich hier verschiedene Shots mit sehr sauren Produkten. Jeder Kandidat bekommt einen Shot, muss ihn trinken und wenn er einfach sein Gesicht nicht verzieht, einfach ganz normale Miene macht, dann passiert auch einfach gar nichts Schlimmes. Falls das aber so ein kleines Verziehen wahrgenommen werden kann, wird dieser wunderbare Schleim auch... Hier wird definitiv kein Verziehen wahrgenommen werden. Wenn ein Verziehen aber wahrgenommen sein sollte, dann wird dieser wunderschöne Slime auf dein Gesicht fallen. Du fängst an! Ich weiß auch nicht mehr, wie du heißt. Kein Lachen, kein Geist. Die Miene muss so sein, so. Wir fangen an mit was relativ harmlosem, Pink Raven. Aber ich glaube, es wird erst schon wieder einfach nicht zu lachen. Lea, da muss ich sagen. Boah, das ist doch nicht lachen. Nein, nicht mit sowas. Lachen ist Feuer. Du guckst gleich nicht so dämlich. Nicht verziehen. Geschafft! Johannes, dein Shot ist da. Ein leckerer Zitronensaft. 3, 2, 1. Ganz hallo, ganz. Verzogen. Definitiv kein Verziehen wahrgenommen werden. Also wir sind hier ganz ernst. Da war ein kleiner Verzieher dabei. Gar nichts. Da war ein kleiner Lacher dabei. Wir haben hier aus frischem Ingwer einen 97%igen Ingwersaft. Das ist wirklich geisteskrank. Also es ist fast 100% Ingwer. 3, 2, 1, go. Ja, da war was. Aha, verzogen. Wenn war das Verzieher? Okay, wir machen noch einmal zweiten, du kriegst nochmal einen zweiten Schuss. Aber doppelt nicht. Ja, nee, ich will nicht, Digga. Das ist echt toll. Slim Spawn! Also ich sag ehrlich, ich hab eigentlich keinen Verzieher gesehen, ich wollte ihn einfach nur ein bisschen leiden. Jetzt wird's räudig. Oh, jetzt wird's räudig. Den schönen, sauren Gurken. Ist das nicht toll? Oh, wie das aussieht, ey. Boah, das ist laut. Ey, das ist so lustig. Nicht verziehen. Ja! Und jetzt nochmal schöne Schluck. Lecker, schmecker. Lecker. Ich hab das Schlimmste von allen, der Essig. Purer Essig. Okay, 3. Hallo. Okay, die Mini verziehen, du. Nächste Challenge. Kommen wir zum großen Finale. 20.000 Bällebadbälle. Und der Catch ist, dass in den 20.000 Bällebadbällen 5 Stück der Hagerbusen versteckt sind. Und wir haben nur 15 Sekunden Zeit, um die zu finden. Lea, du fängst an. Bei dir ist die Chance am wenigsten, dass es nicht zusammenbricht. Also ich weiß ja nicht, ob das wirklich so gut hält, sagen wir mal so. Und Lea, du fängst an. So, 3, 2, 1, 5 Sekunden haben wir. Doch, dann passiert der Mega-Fail. Oh mein Gott. Nein! Ein kleines Malheur. Erste Person war drin, das ist schon alles eskaliert. Also, ja. Das soll was werden. Wir haben ja fast eine halbe Stunde gebraucht, um alles wieder reinzurollen. Hoffen wir, dass es nicht nochmal passiert. Hier rein. 3, 2, 1. Nein! No.
Glückwunsch an diese Fahrt. Das heißt auch für Johannes 0 Punkte. Ich bin mal gespannt, ob mir jemand noch heute noch eine fangen wird. Wie komme ich hier raus, Digga? Gar nicht. Gar nicht. Sven ist der Nächste. Sven. Okay, Sven, deine 15 Sekunden laufen in 3, 2, 1, go! Okay. Du musst aber nicht tauchen! Er hat Luft angehalten. Hä? Sven ist Luft angehalten. Ja, ich schwing. Heiler findet hier eine Dose. Das gibt's doch nicht. Die sind alle weiter unten. Das war's. Du hast auch keine gefunden. Leon und ich haben gerade was festgestellt. Und zwar dieses, riech mal, das Öl steht ja auf der Fuß. Boah, das hab ich auch schon gesagt. Ja, das hab ich auch schon gesagt. Ich dachte auch eben, Bar, was ist das? Ich zeig euch jetzt, wie das funktioniert. 1, 2, 3. Ah! Ah! Du bist ja eingesogen, Alter. Ich bin gefangen. Wenigstens eine gefunden, aber ey, das ist ja geisteskrank schwer. War das Tios? Also, nein! Ich bin so blöd! Direkt neben mir lag eine! Das zählt, kann das zählt nicht. Nicht sein, kann ich zählen? Nö. Nein! Die nächste Person ist Jona! Ja, ich komme hier echt nicht mehr raus, ne? Es ist so krank. Du kannst nicht mehr werden, ne? Ah! Ja, okay. Oh, ja, ich kann einfach wieder zurück. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen bequem, muss ich sagen. Ah. Hab gerade einen Fahranlass. 3, 2, 1, go! Oh, du bist ganz da dran! Oh mein Gott! Nein! Oh. Nein! 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 Sind wir noch mehr? Komm! Wir haben alle! Nein! Was? Ja! 3, 2, 2, 1, 2, Schluss! Oh nein! Direkt an deiner Hand. Wir sammeln jetzt die Bälle und dich ein, okay? Ciao! Der Gewinner der heutigen Challenge ist Jona! Aber davor, das hat natürlich auch einen Sinn, dass wir diese Gams hier gewonnen haben. Denn wir haben sie für euch gewonnen, denn wir werden sie an euch verlosen. Da könnt ihr nämlich über 150 Hey-Gams gewinnen. Natürlich auch mit der neuen Sorte Sour Apple. Komm mal ran, das sieht schon sehr einfach nur geil aus. Natürlich sind die exklusiv und limitiert nur bei Kaufland. Und zwar ab nächste Woche Donnerstag. Ihr könnt ab Donnerstag die Kaufland einrennen und die neuen Hey-Gams holen. Ihr wisst, Leute, ihr müsst schnell sein bei Berry Boom, bei allen alten Sorten. Das ist einfach so schnell weg. Und das ist wirklich eine special, special Sorte. Ich bin echt gespannt, was ihr sagt. Mal wieder meine neue Favorite Sorte. Ich sag's jedes Mal, aber es ist halt wirklich immer treffen und jedes Mal nirgends neu. Das schmeckt wirklich wie, als ob ihr einfach in so einen richtig frischen Apfel rein. Ich muss auch sagen, dass sie vielleicht sogar unsere süchtig machendste Sorte. Also passt auf jeden Fall auf. Willst du ihn haben? Willst du ihn haben? Vielen, vielen Dank für den kranken Support bei Hey-Gams. Es ist einfach nur absolut krank, was hier wirklich passiert. Macht mal der Verlosung mit. Wenn ihr mitmachen wollt, folgt auf jeden Fall dem Hey-Gams-Account auf Instagram. Da seht ihr noch weitere Infos. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es wieder heißt. Tschüss. Ja!